Algerien ist zweitgrößter Erdgaslieferant der EU, gleich nach Norwegen. Inmitten der Sahara liegen riesige Ressourcen. Das Land will nun aber auch grünen Wasserstoff herstellen. Es ist extrem wichtig und deshalb Teil der Ziele des Landes. Warum? Aus dem einfachen Grund, dass grüner Wasserstoff nach Ansicht praktisch aller Analysten und Fachleute über das Jahr 2030 hinaus zu einem äußerst wichtigen Energieträger wird. Zur Herstellung von grünem Wasserstoff braucht es viel Energie, bestenfalls erneuerbare. Und die hat Algerien potenziell durch viel Sonnenschein. Noch fehlt aber die nötige Infrastruktur. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wirbt bei einem Besuch für den gemeinsamen Aufbau. Im Mittelpunkt der Gespräche steht eine teils schon bestehende Pipeline, die grünen Wasserstoff aus Nordafrika bis nach Deutschland leiten soll, wo der dringend gebraucht wird, um Kohle und Erdgas zu ersetzen. Das ist schon ein Riesenprojekt, aber 5 Jahre ist immer so eine gute Maßzahl, gilt für die Kraftwerkstrategie, gilt für die Infrastruktur. Das heißt, 2030 ist immer so ein bisschen die magische Marke, auf die wir hinarbeiten. Heißt nicht, dass nicht auch mal was 2028 fertig werden kann. Am Nachmittag wird eine Erklärung unterzeichnet, das Projekt gemeinsam voranzutreiben. Experten bezeichnen eine Wasserstoffpipeline von Nordafrika nach Europa als einen entscheidenden Schlüssel zur Energiewende.